Pele Wollitz will mit Energie Cottbus den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Dafür muss aber dreifach gepunktet werden. Vor über 7500 Zuschauern traf man auf den FSV Zwickau. Das Team von Rico Schmidt musste auf den gesperrten Frick verzichten. Dafür waren Könnecke, Will und Zimmer zurück im Kader. Energie in der Anfangsphase mit über 80% Ballbesitz, aber es kam nicht wirklich was Zwingendes bei raus. 29. Minute! Und dann steht es 1:0. Mr. Regionalliga Marc-Philipp Zimmermann mit der ersten richtigen Abschlussmöglichkeit für die Sachsen, für den Drittliga-Absteiger. Und dann klingelt es im Kasten von Alex Sebald. Es ist der insgesamt 119. Treffer in der Regionalliga Nordost im 240. RLNO-Spiel für den Polizisten Marc-Philipp Zimmermann. Cottbus schüttelte sich nur kurz und antwortete. Timmy Thiele auf Öster Hellwig, der noch mal raus auf Tim Heike. Und da steht es 1:1. Gerade mal 7 Minuten hat die Führung für Zwickau gehalten. Und dann stellt Tim Heike mit seinem 6. Saisontor im 7. Spiel wieder alles auf Pari. Fehler im Spielaufbau und dann sieht Lehneis, der zum ersten Mal seit dem 3. Spieltag wieder zwischen den Pfosten in der Liga stand, nicht gut aus. Seine Ecke, das Ding muss er eigentlich haben. 42. Minute, Thiele, der war sehr agil, Halbauer. Lehneis hat das Ding sicher und dann rutscht Tim Heike rein, entschuldigt sich auch sofort. Aber Schiedsrichter Philipp Virock zeigte Heike die gelbe Karte. Lehneis konnte nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen. Man sieht es ja auch noch mal. Heike zieht so ein bisschen zurück, entschuldigt sich dann auch, kann aber den gelben Karton für sich nicht mehr verhindern. Kurz vor der Pause, 45. Hermann, der hat bislang 4-mal getroffen in dieser Saison, aber sein Schuss kein Problem für Alex Sebald. Dann noch mal Energie. Hasse mit der Hereingabe auf den Kopf von Tim Heike. Der blieb danach verletzt liegen, konnte aber auch weiterspielen. Das war nichts Gefährliches mehr, aber immerhin noch mal ein Abschluss. Danach ging es in die Pause. Pele Wollitz, seine Mannschaft mit viel Ballbesitz, aber am Ende bislang recht wenig Ertrag. Es kamen Putze und Euschen für Pelivan und Österhellwig. Das zeigte Wirkung. Sie holen sich den Ball im Spielaufbau. 51. Euschen, Heike! Und dann eine klasse Parade von Lehneis. Im Kasten der Fehler zuvor von Senkbeil. Die anschließende Ecke. Borgmann auf Timmy Thiele. Etwas aus der Kategorie Zufall. Und dann Lehneis, Ball im Kasten. Und da beschwert er sich. Der Keeper, der Zwickauer, Schiedsrichter Philipp Virock, geht da zu ihm hin, erklärt ihm das ganz ruhig und sagt, ich habe es doch abgepfiffen. Ist doch alles ganz okay. Bei dieser Hereingabe hier sieht man es auch. Kampulka springt da in Lehneis rein. Der hat den Ball sicher. Dann rutscht er hinter die Linie. Foul von Kampulka. Keine zwei Meinungen. 57. Minute. Halbauer wird nicht angegriffen. Flankt und findet den Kopf von Timmy Thiele. Und da entlädt sich ein bisschen was beim Mittelstürmer. Der Lausitzer. Kein gutes Zweikampfverhalten in dieser Situation von Rüther. Und dann ist da auch Senkbeil nicht nah genug dran an Timmy Thiele. Der macht sein 3. Saisontor, hatte im vergangenen Ligaspiel gegen den BRK schon per Kopf getroffen und ist hier wieder zur Stelle mit der Führung für Energie. Ein ganz wichtiger Treffer für die Lausitzer. Lehneis kann da nichts machen im Kasten. Und hier sieht man es nochmal. Emotionen pur bei Halbauer, Thiele und Co. Und Timmy Thiele zeigte dann nochmal, was ihm dieser Treffer bedeutete. Cottbus danach richtig on fire. Thiele holt sich den Ball und verlagert dann auf die linke Seite. Stunde durch zu Halbauer. Wieder gegen Rüther. Der geht da nicht richtig ran. Und dann haben sie richtig Glück. Cedric Euschen, der kam zur Pause, verpasst hier sein erstes Saisontor in dieser Spielzeit. Da ist die Defensive nicht gut organisiert und dann haben sie Glück, dass Euschen das Ding an den Pfosten setzt. Komm, komm.
Zwickau hat in dieser Saison bislang alle drei Auswärtsspiele verloren. Timmy Thiele, 78. hätte die Entscheidung besorgen können, entscheidet sich für den Lupfer im Stadion der Freundschaft bislang in den ersten drei Ligaspielen für Cottbus. 7 Punkte in dieser Saison. Sie schienen die Serie, die gute Bilanz auszubauen. Aber Lehneis, der hielt die Zwickauer noch im Spiel. Dann noch mal eine Ecke in der 86. Minute. Kam von Vogt und Sengersdorf am ersten Pfosten. Aber nicht sonderlich gefährlich, diese Aktion. Zwickau versuchte es, öffnete die Defensive. Nur sie bekamen keine richtig zwingende Möglichkeit mehr. Das war eigentlich eine gute Aktion, aber sie konnten sie nicht nutzen. Dann hier Einwurf, schnell ausgeführt. 5. Minute der Nachspielzeit. Cottbus spritzt dazwischen. Prokopenko auf Timmy Thiele. Die Entscheidung. 4. Saisontor von Thiele. Der erste Doppelpack für Timmy Thiele im Dress von Energie Cottbus in der Liga. Prokopenko und Thiele, die haben beide mal für Carl Zeiss Jena gespielt. Jetzt bei Energie Cottbus mit dieser Co-Produktion. Und das war dann auch der Schlusspunkt in dieser Partie. Cottbus bleibt im 6. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. Nur zum Auftakt gegen Viktoria Berlin haben sie bislang verloren. Sie bleiben an der Tabellenspitze dran durch Timmy Thiele, der nach diesem Doppelpack, nach diesem Spiel, zwei wirklich schöne Gratulanten hatte. Während wir hier noch mal die Perspektive aus der Hintertorkamera sehen. Denn er feierte mit seinen zwei Kindern. Er war the man of the match. Man kann sagen, ich habe jetzt in zwei darauf folgenden Spielen getroffen. Mehr ist es nicht. Also ich hoffe, dass ich natürlich der Mannschaft, ob mit Toren oder mit guten Leistungen, weiterhelfen kann. Mit Toren umso schöner. Von daher alles wie immer, nur dass es heute mal doppelt war und das ist wunderschön. Wir können viel besser. Wenn wir ganz oben angreifen wollen, sollte es auch besser sein. Da sage ich aber auch, muss der eine oder andere Spieler stabiler sein. Ich glaube, dass wir im Ballbesitz, wir sind eine Ballbesitzmannschaft, wir haben phasenweise in jedem Spiel über 70%. Und dann brauchst du eine gute Positionierung und vor allen Dingen die Überzeugung, auch mit Ballbesitz Fußball spielen zu können. Das dritte Tor kann passieren, ob es jetzt 2-1 ausgeht oder 3-1, ist Wurst. Aber ich sag mal so, die ersten zwei Tore haben wir uns halt selber reingelegt. Und ja, ein bisschen mehr Konzentration, Wille, das Ding zu verteidigen. Cottbus gewinnt mit 3:1, aber Pele Wollitz war nach Spielende richtig on fire. Der war mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden. Das muss besser werden, wenn Cottbus am Ende tatsächlich den Aufstieg in die dritte Liga realisieren will.